Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Exos Sockte Witcher 3. Hier mit dem freundlichen Herr Geralt, der gerade eine Schnellreise hinter sich gebracht hat, und zwar gestern. Und wir haben volles Inventar, was wir hier an dieses rote blinkende Symbol so auf der linken oberen Hemisphäre des Bildschirms erkennen können. Ja, und deshalb müssen wir mal schauen, dass wir hier uns etwas Platz verschaffen. Ich glaube, ich sollte es aber mit der Plätze machen, sonst komme ich hier nie bei den Shopping Malls da an. Hallo Plätze. Kommen Sie mal bitte mal her. Komm schon, Plätze. Genau, Plätze. Zeigen Sie mal, was Sache ist. Ich will ja mal kicken. Da hätten wir einen Schneider. Ah! Ja, ah. Wer A sagt, muss auch B sagen. Arr. Die sagen Arr. Das sind alles Piraten. Es ist Piraten City. Steck die Waffe weg. Nimm dich in Acht. Du kennst Tag und Stunde nicht. Halt! Halt! So, da hinten haben wir ihn. Ihre und Heimatland. Bitte mal abgesessen. Danke sehr. Plötzlich, lass mich mal... Was war denn das für ein seltsamer die Glitch? Besten waren diesseits des Ponta. Vor allen Dingen ist die Kamera jetzt auf einmal so nah. Ne? Oh. Ah, da haben wir einen Kaufmann. So, Weiß bevor wir den Kaufmann kontaktieren, werden wir erstmal nach dem Inventar gucken. Wir werden mal ganz genau nachschauen. Also Waffentechnik ist der Müll. Die Armbrust müssen wir mal kicken. Durchbohrungsschaden. Aha. So, weiter hier unten. Der geht auch nicht. Stufe 21, 7 bis 9. Stufe 21, Stufe 21, 7 bis 9. Ja, zweimal das gleiche. Was haben wir denn da noch? Langweiliges Schwert. Definitiv not. Das ist auch not. So, Rüstungsteile haben wir irgendwie gar keine hier drin. Wo sind die Rüstungsteile? Achso, ich muss scrollen. Schuhe hatten wir geguckt. Okay, das heißt, wir können mehr oder weniger eine ganze Menge verschoppen. Na los, nicht lange gefackelt. Zugegriffen. Ja, wollen wir machen. Hey! Ja. Na los, nicht lange gefackelt. Zugegriffen. Ja, ich will doch. Hey! Na los, nicht lange gefackelt. Will anscheinend gar nicht. Die besten waren diesseits des Ponta. Ja. Na los, nicht lange gefackelt. Zugegriffen. Ja, will ich hey. Ja. Hey! Okay. Na los, nicht lange gefackelt. Zugegriffen. Ja, wollt ihr mich verarschen? Die besten waren diesseits des Ponta. Ich muss doch bitten. Ah, der will. Was kann ich für dich tun? Ja. Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Was er heute, ja, kann er bis morgen besorgen. Kartenspiel, nee, ich will jetzt hier genau, Vershopping. Mal Shopping, sehen, genau. Vielleicht suche ich mir was aus. Genau, schauen wir mal. Was haben wir denn da? Ich möchte gerne das verkaufen. Was haben wir noch? Jetzt machen wir uns mal ein bisschen leichter. Also richtig viel Kohle gibt's dafür nicht, wa? Die Bolzen, wie schwer sind denn die eigentlich? Oh, die haben wirklich Gewicht. Gegenstand ist unverkäuflich. Unverkäuflich. Oh, da muss ich echt aufpassen. Die haben auch Gewicht. Die haben alle... Das hat alles Gewicht. Da muss ich echt schauen nachher, wo ich was überhaupt noch mitnehme. Ja, wenn das alle Gewicht hat, das ist schon... Das ist gemein, ne? Achso, das kann ich so sortieren, okay. Sollte ich vielleicht auch machen. So, dann meiste, wir machen mal hier mal nach oben. Habe ich jetzt beide Bolzendinger verkauft? Ja, egal. Da werden sich bestimmt nochmal welche anfinden. Was ist das da? Eine Fackel, gewöhnlicher Gegenstand. Strahlt ein schwaches Licht aus. Sollte ich behalten? Was hat denn der da noch? Objekt, das zum Abschließen einer Quest benötigt wird. Farbe.
Okay, kann man sich später mal drum kümmern? Oder brauche ich das jetzt schon? Wir können es ja mal mitnehmen. Haben wir mal gemacht. Questgegenstände. Eieieiei. Hat es denn auch Gewicht hier drin? Wo habe ich denn die Farbe jetzt? Wird mir das jetzt irgendwo angezeigt? Ach da. Er hat auch Gewicht. Es hat hier alles Gewicht. Es hat hier tatsächlich alles Gewicht. Ja, ihr Rohstoffe brauche ich wohl nicht kaufen. Ich denke mal, das passt schon. Okay, dann sage ich mal, auf Wiedersehen. Bis dann. Genau. So, und jetzt sollten wir wieder rennen können. Ah. Alles zu mir! Zu mir! Benutzen. Deine Gegenstände wurden aufgewertet. Bin ich jetzt repariert oder was? Muss mal nachschauen. Wie ging das so? Inventory. Nee, es ist immer noch nicht repariert. Ich will das reparieren. Ich will das gerne reparieren. Was für ein Wolkenbruch. Ja, was für ein Wolkenbruch. Wir können ja nochmal hier reingehen. Nee, hier war nichts mit reparieren. Ah. Ist bestimmt wieder ein ganz anderer Ort gewesen, ne? Sind hier überall Kräuter, die ich nie sehe? Bin ich blind? Ist da überall Kräuter angezeigt? Wo sollen die denn sein? Oder muss ich dazu irgendwo eine Kanalisation oder was? Das ist doch mal eine geile Band, wa? Wir machen aufregende Musik. Nicht auf mich treten! Der Wind heult. Der Wind heult. Schön für den Wind. Ich mach mal die Karte auf. Da hätten wir was. Rüstungsschmied. Tisch des Rüstungsschmieds, da bringt mir jetzt weiter Schleifstein. Ja, ich denke mal, wir müssen zum Rüstungsschmied. Ich habe mir den mal markiert. In der Hoffnung, dass wir den irgendwie finden. Ja, ist das nochmal so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Da ist er wohl. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Ah, das ist er doch nicht. Gesundheit. Andere Seite vielleicht rein? Ich sehe jetzt auch gar nichts. Wird gerade von einer anderen Lichtquelle geblendet. Hey Leute. Ich muss doch irgendwo rein, oder was? Das von der Seite? Doch. Aha, okay. Ah. Sei gegrüßt. Nanu, ein Hexer. Irgendwas sagt mir, dass ich etwas Interessantes zu tun bekomme. Ja, ja. Sieht nicht so aus, als hättest du zu wenig zu tun. Ach das, ein Auftrag der redanischen Armee. Aber Spaß macht mir der nicht. Es ist immer wieder das Gleiche. Erfordert kein Geschick. Willst du dein Handwerksgeschick perfektionieren? Natürlich. Mit dem Handwerk ist es wie mit der Liebe. Verfällt man in einen Trott, kriegt man es erledigt, aber Begeisterung erntet man nicht. Also, hast du irgendwelche Spezialaufträge für mich, damit ich in Form bleibe? Wir reden noch von Rüstungen, richtig? Klar, wovon denn sonst? Ich merke gerade was, wenn ich hier so meine Maus so bewege, während der Gespräche wird die Kamera bewegt. So, zeig mir deine Waffen, ich hätte gern, dass du mir etwas anfertigst, Gewinnspielen oder sonstiges. Ich werde mal hier mal reingehen. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Theoretischerweise auch in den Reparationsmodus gelangen. Machen wir das als erstes.
Hier ist reparieren. Bitte reparieren Sie mal. 100 noch was Simoleons. Ach du grüne Neune. Gut, wir haben es repariert. Sonstiges. Stimmt, das haben wir noch ja nicht verkauft. Das sollten wir dann auch nochmal verkaufen. Verbesserung. Entfernen. Ja. Dann wollen wir mal hier ein bisschen Zeug wegkloppen. Handel. Dann sind wir nämlich nochmal leichter. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn für Teile. Hey, wir haben eine Jägerhose. Die ist nicht so toll. Ist nicht so toll. Das würde nochmal besser sein. Aber ich denke, wir werden noch ein besseres finden. Was macht denn das Schwert? Ja, ist nicht so toll. Was haben wir da unten? Aha, Handwerkszutat. Okay. Handwerk, kannst du mir denn was Schönes bauen? Fehlende Zutaten. Achso, die kann ich von Ihnen im Prinzip kaufen. Dann kriege ich auch nochmal bessere Handschuhe. Aber ich denke, werden wir auch noch finden. Ich denke, das ist nicht so doll. Haben unsere Handwerkszutaten eigentlich auch Gewicht? Gewicht 0. Okay, das ist in Ordnung, dass das anscheinend kein Gewicht hat. Plunder. Oberkörper. Das geht eher schlechter. 73. Ja, da hat er so einiges nicht. Tja. Krasses Ding. Ja, dann haben wir nochmal zum Zerlegen und so ein Zeug und entfernen und machen und tun. Ich denke mal, no. Und auf Wiedersehen. Danke sehr. Bis dann. Jupp. So, jetzt will ich noch mal kurz mal nachgucken, ob wir noch was zum Verbessern hatten. Klamottentechnisch nicht, waffentechnisch ist verbessert. Dann werde ich die Pfeile mal hier so hochziehen. Aber hier mal ein bisschen sortierten Platz haben. Damit ich hier sehe, was los ist. Oh, ich werde gerade von der Sonne geblendet. Das ist der Wahnsinn. Ich sehe fast gar nichts. Das ist gerade echt schwierig, hier überhaupt was zu machen. Das Spiel ist ja relativ dunkel gehalten, ne? Bis auf die hellen Symbole. Und das Schwarz ist für mich jetzt gerade wirklich schwarz. Also das schwärzeste Schwarz, was ich jemals, glaube ich, gesehen habe. Gut. Haben wir. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Hier haben wir wieder was mit Fragezeichen. Ne? Da müssten wir theoretischerweise mal hier hin. Vielleicht haben wir dann hier, wenn wir hier durchreiten, nochmal eine Fragezeichenmöglichkeit. Das heißt, wir werden mal Richtung Westtor tingeln. Man sagt, dass die Hexen eine Überschwemmung planen. Oh. Ich werde gerade wirklich geblendet, erster Kajüte. Ich sehe fast gar nichts. Also das heißt, dass ich hoffe, dass es morgen nicht so stark blendet. Das ist ja die Hölle gerade. Aber hier im Spiel regnet es. Ja. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass die Hexen eine Überschwemmung planen? Wer weiß. Bei den Regen kann man das schon fast denken. Okay, wir werden mal bis Dar Chanel reisen. Dann werden wir mal gucken. Dann werden wir uns die Plätze schnappen. Dann geht's Richtung Norden. Ich werde mal kurz mal hier markieren. Damit wir zumindest Richtung Dorf tingeln. Dann rufen wir uns mal die Plätze ran. Hallo Plätze, wo bleiben Sie? Wo stecken Sie? Plätze ist hier. Jetzt kommen die Würmer raus. Natürlich kommen die Würmer raus. Die nennen sie auch Regenwürmer. Immer wenn regnet, dann kommen die raus. Kinder, habt ihr noch keine Regenwürmer gesehen oder was? Ja? Ihr seid doch Landskinder. Da sollte man das doch kennen. Ja? Das wäre sogar ich als Stadtknabe. Ja?
Keine Ahnung von der Biologie heutzutage, die Jugend. Ja? Ich würde mal sagen, hier auf dem Lande ist sowieso eine allgemeine schlechte Schulbildung. Ja? Die haben es einfach nicht drauf. Na, ist auch ein bisschen gemein von mir jetzt. Ne? Die armen Schulkinder, die können doch nicht dafür. Boah, jetzt sehe ich hier gar nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang reite. Das ist irgendwie so ein komischer Weg hier mit einem Abhang hier auf der Seite oder was? Tatsächlich, hier ist ein Abhang ohne Ende. Was ist hier los? Hier passiert was? Oh. Keinen Schritt weiter! Sonst gibt es noch eine Leiche. Aha. Was geht hier vor? Hör mal, ich... Hinter dir. Wenn du glaubst, dass ich darauf... Oh, du Wichser! Waffen! Zu den Waffen! Monster kommen! Monster kommen! Reißt ihm die Eier ab! Reißt ihm die Eier ab! So, machen wir mal. Nein! Ein Argul! Gestank! Ja, die müffeln halt ein bisschen, ne? Nein, weg hier! Heilung, 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 Heilung. Welche Taste war Heilung? Heilung. Ach du grüne Neun, ich muss wirklich Abstand gewinnen. Das ist gerade heftig. Und ich sehe überhaupt nichts. Ich werde geblendet. Das ist der helle Wahnsinn. Sprichwörtlich in dem Sinne. Wow, wow, wow. Die folgen mir. Ich bin immer noch verletzt. Ich sollte noch mehr essen. Wie komme ich hier weg? Ich sehe nichts. Ich sehe hier gerade wirklich nichts. So, noch was essen. Was esse ich denn die ganze Zeit? Ja, ich esse Brot. Brot muss doch super sein. Ich könnte auch noch eine Zwiebel essen. Alter Falter. So, da unten waren die Viecher. Dann wollen wir uns dem mal nähern. Einige Hitpoints habe ich ja jetzt. Ich kann ja noch meine Zwiebel essen. Zwiebeln sind gesund. Da vorne haben wir es. So, Argulet. So, Argulet haben wir. Okay, scheint gezählt zu haben. Weil ich sehe hier absolut gerade nichts. Ich mache gerade blindes Let's Play. Blind Let's Play over 9000. Ich versuche mich irgendwie gerade so an der Restinformation, die meine Augen hier so erhalten, zu orientieren. Alter, ich krieg hier gar nichts mit. Ja, so langsam kämpfe ich mir durch. Da oben ist wohl irgendwie noch ein X. Okay. Wo war jetzt aber hier die Questgeber, die rumgejammert hatten? Sehe ich denn da noch was so? Mhm. Das scheint hier so eine Art Höhle zu sein. In der es natürlich noch dunkler ist. Hier ist es so dunkel, ich sehe gar nichts. Also jetzt ist echt der Blindflug. Alter, es ist so dunkel hier. Ich weiß gar nicht, wie ich hier steuere. Da scheint was zu schimmern, ja. Was hier? Eine große Kiste für eine Wasserflasche oder was? Das kann nicht wahr sein. Da vorne haben wir noch mal was. Wow. Müssen wir mal weiterschauen. Da hinten haben wir noch einen Diamantenstaub, okay. Zwergenschnaps. Fläschchen. Da hinten haben wir noch ein X.
tote Wache, wie es aussieht. Oh, da glimmert was. Gewöhnlicher Gegenstand. Aha, da ist noch was. Zwergenschnaps. Hm? Komm. Okay. Es ist manchmal ein bisschen kompliziert hier mit dem Looten. Da schimmert auch noch was. Ah, scheinen Kräuter zu sein. Es sind auch Kräuter. Da sind nochmal potenzielle Geräuschquellen. Ich denke, das sind diese Wachen, die übergeblieben sind. Wie kommt man jetzt da hoch? Ich sehe hier überhaupt nichts. Wenn ihr wüsstet, wie ich hier gerade sitze, geblendet werde von einer anderen Lichtquelle. Die Lichtquelle muss ich gleich unbedingt abschalten. Das geht überhaupt, das geht absolut not. Nee, es bringt echt so gar nichts. Und wir haben sowieso über 20 Minuten, dann passt das schon. Ich denke mal, ich muss echt die Lichtquelle abschalten, weil wenn ich hier so den totalen Blindflug mache... Wie gesagt, ich sehe überhaupt nichts gerade. Es ist irgendwie nur so ein Rumirren. Ich könnte genauso gut auch einfach mal schätzen, wo ich lang gehe. Und dann halt noch diese hakelige Steuerung dazu. Die tut natürlich ihr Übriges. Gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe mit etwas besserer Sicht. Und lasst euch nicht ärgern. Und wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft, ja, sehen wir uns morgen dann gerne wieder. Ciao, ciao und bye, bye.